Willkommen bei der 40. Episode vom Vitamin Berge Podcast. Und heute ist so ein bisschen ein kleines Jubiläum, also zumindest mit 40 ist eine Null dahinter. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute einen Gast im Interview habe, nämlich den Jost Kubusch, den ich eigentlich schon seit Ewigkeiten gerne haben wollte. Aber dadurch, dass er nur auf Reisen ist, war das etwas schwierig. Deswegen freut euch auf eine richtig spannende Interviewfolge und viel mehr zu labern gibt es eigentlich nicht. Viel Spaß. Mein heutiger Gast zählt zu den jüngsten 8000er-Bezwingern Deutschlands und ist gefühlt eigentlich nur in den Bergen unterwegs. Kennengelernt haben wir uns auf der Outdoor in Friedrichshafen letztes Jahr und da hat er mir von einem spannenden Projekt erzählt, wo er mit einem einarmigen Kletterer unterwegs gewesen ist oder unterwegs war. Und spätestens dann bin ich neugierig geworden. Herzlich willkommen, Jost Kobusch. Guten Morgen, Robert. Hallo. Erzähl doch mal ganz kurz für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten, wer du bist, was du machst. Ja. Oh. Das sind immer die schwierigen Fragen, ne? Ich bin vieles. Wenn ich irgendwas in einem Jobinterview oder so sagen müsste, würde ich, glaube ich, sagen, ich bin Profibergsteiger. Ich mache aber auch zum Beispiel Produktentwicklung im Zuge meiner Bergprojekte. Also ich entwickle viel Textilien, also Bekleidung oder Rucksäcke, die mir bei meinen Projekten helfen. Ich bin aber auch Speaker. Ich halte Events, Motivational Speakings. Ich habe ein Buch geschrieben. Also es ist vielfältig. Was ich tue, ist Solo-Bergsteigen. Also minimalistisches Bergsteigen ohne Hilfsmittel, ohne Träger, ohne Sauerstoff, ohne Fixseile. Fangen wir mal ganz vorne an. Aktuell bist du ja in Chemnitz, kommst aber, glaube ich, nicht von dort, beziehungsweise auf jeden Fall bist du nicht unbedingt in den Bergen geboren. Wie kam es denn dazu, dass du diese Leidenschaft für dieses Extreme, also ich finde Solo-Bergsteigen, also gerade in der 8000er-Region, sehr extrem. Wie bist du denn dazu gekommen? Tja, eigentlich ganz untypisch. Also, du musst dir vorstellen, ich hatte früher Höhenangst. Also, Okay. ich konnte in der Schule beim Schwimmunterricht, da konnte ich nie vom 3-Meter-Brett springen. Also, die ganze Klasse hat da gesessen und wir mussten halt so einzeln springen. Also bin ich da hochgestiegen und habe da runtergeschaut. Aber irgendwie hatte ich so Angst vor diesem Kontrollverlust. So, wenn du halt springst so, dann, ich glaube, dann für eine kurze Zeit kannst du einfach nichts machen, ne? Und naja, sowieso. Irgendwie war mir das nicht geheuer. Ich bin dann häufig einfach nur rückwärts über diese Leiter wieder runtergeklettert und jeder hat mir zugeschaut. Aber vielleicht fand ich das deswegen auch so reizvoll zu klettern, weil ich eben irgendwie Angst davor hatte. Und ich fand es immer spannend, mich auf eine gewisse Art und Weise weiterzuentwickeln, um vielleicht auch meine Möglichkeiten zu erweitern. Also habe ich bewusst auch irgendwie diese Ängste immer konfrontiert und ja, mich quasi versucht zu entwickeln. Naja, und in der 6. Klasse gab es die Option, bei mir an der Schule die Kletter-AG zu wählen. Ich war da 12, habe ich die Kletter-AG gewählt und habe erst mal gedacht, was zur Hölle treibst du ja eigentlich? Und dann irgendwann hat es mir gefallen. Dann habe ich irgendwann das Gefühl von Kontrolle gehabt. Und dann habe ich halt alles da gelernt und das ist schon, ja, das ist schon ein großartiges Gefühl, wenn du langsam über dich hinauswachsen kannst. Und das hat mir das Klettern gegeben. Deswegen hat es mich unglaublich fasziniert und ich habe von da an halt weitergemacht. Also erstmal primär Sportklettern. Ich bin diese neue Generation, die Indoor aufgewachsen ist an Plastik, die quasi Tag und Nacht trainieren konnte zu jeder Jahreszeit.
Aber hat dir das dann wirklich, also diese Höhenangst, gibt es die bei dir jetzt noch oder sagst du, nö, das ist komplett passé, das ist weg? Also ich habe tatsächlich noch Sturzangst, wenn ich, wenn ich eine Periode habe, wo ich länger nicht am Sportklettern war, dann habe ich wieder Sturzangst. Also beim Vorstieg kletterst du ja als erster hoch und bist mit dem Seil verbunden mit deinem Sicherungspartner, der, ich sag mal, unten steht, und du klippst in Zwischensicherung ein. Wenn ich jetzt aber 2 Meter über der letzten Zwischensicherung bin, dann würde ich ja theoretisch die 2 Meter fallen bis auf die Höhe der Zwischensicherung und nochmal 2 Meter tiefer und dann halt vielleicht noch ein bisschen Seildehnung, ein bisschen Schlappseil, vielleicht 5 Meter tief. Und das kann schon relativ angsteinflößend sein. Also damit hatte ich früher sehr große Probleme. Mittlerweile ist es so, dass ich einfach regelmäßig stürze, und wenn ich stürze, komme ich damit super gut klar. Also zu meinem normalen Training gehört einfach Stürzen dazu. Aber wenn ich jetzt auf einer fetten Expedition war, dann bin ich ja nicht gestürzt. Hier ist wieder das Spannende. Wenn ich solo klettere ohne Seil, dann habe ich keine Sturzangst. Weil dann stürzen für mich gar keine mentale Option. Wenn du stürzt, liegst du ja dann auf dem Boden. Ist vielleicht ein bisschen paradox, aber ja, deswegen fühle ich mich bei meinen Solo-Projekten häufig auch so wohl, weil das Stürzen, ich bewege mich da in einem Terrain, wo ich wirklich niemals stürzen würde. Das finde ich spannend. Also ich kann mir das gerade gar nicht so wirklich vorstellen. Also gerade weil du auch vor uns gesagt hast, Kontrollverlust. Und wenn du jetzt alleine an der Wand hängst, und quasi ja, jeden Griff, jeden Tritt musst du ja dreimal überlegen, was passiert oder was würde passieren, wenn und so weiter. Also wie kriegst du das mental hin? Also ich würde da durchdrehen wahrscheinlich. Naja, erstmal ist es ja so, dass ich irgendwo schon Angst habe. Aber diese Angst ist quasi tief in mir drin, die ist nicht an der Oberfläche, und diese Angst sorgt dafür, dass ich unglaublich viel Energien freisetze und unglaublich fokussiert bin. Ich bin aber in keinster Weise panisch oder irgendwas, sondern ich bin wirklich konzentriert. Und dann spüre ich halt nur noch den nächsten Griff und den nächsten Tritt, und ich bin wirklich in diesem Tunnel voll dieser Konzentration. Und zum anderen musst du dir das so vorstellen, hey, ich klettere natürlich nicht an meinem Leistungslimit, wenn ich solo unterwegs bin. Das wäre ja schön doof, ne? Wenn ich abstürze, war es vorbei, Game over. Ja. Für mich ist das so ein bisschen so, als wenn du auf den Baum kletterst. Ne? Ich meine, da weißt du ja auch, welcher Ast hält, welcher Ast nicht hält, und da benutzt du ja auch kein Seil. Aber meinst du, dass Angst zum Klettern dazugehört? Also jemand, der angstfrei ist, sollte nicht klettern? So würde ich es nicht ausdrücken. Ich würde eher sagen, dass Angst eine sehr wichtige Komponente ist, um eben ja, um solche Projekte zu machen. Dass Angst zum einen halt ein Schutzmechanismus ist, der dich vor Dummheiten schützt, und zum anderen aber auch eine Ressource ist, die du halt nutzen kannst für dich. Okay. Und was war da so der bewegendste Moment, wo du sagst, da hatte ich wirklich mal Schiss, also dass du irgendwo an der Wand hängst und nicht wieder runterkommst oder ja, jetzt ist es vorbei? Gab es das mal? Uff, also ich hatte viele Momente, wo ich richtig Schiss hatte. Ich glaube, es ist auch manchmal so eine Hassliebe. Du hängst da irgendwo drin, du weißt, die letzte Sicherung, die du gelegt hast, jetzt, also auch wenn du mit einem Seil unterwegs bist, ne, sag ich mal, die letzte Sicherung, die ich da irgendwo gelegt habe, die ist schlecht. Ne? Die wird höchstwahrscheinlich bei der Sturzhöhe, die ich jetzt schon erreicht habe, einfach rausbrechen oder so. Na. Und dann denkst du halt auch so, jetzt wird schwierig. Was mache ich hier zur Hölle eigentlich? So, und dann denkst du so, das mache ich nie wieder. Ich werde nie wieder in so eine schlecht abgesicherte Route reingehen und so. Dann machst du irgendwie ein bisschen verkrampft, halb nervös, kriegst du die Schlüsselstelle da durchgeklettert. Kaum bist du drüber oder kaum bist du wieder unten, denkst du, ja, machen wir mal nochmal sowas, oder? Machen wir mal das da hinten, das sieht auch spannend aus. Das gehört so ein bisschen dazu, dass man vielleicht auch dann diese Krisenmomente überwindet. Das finde ich eine spannende Komponente auf jeden Fall. Aber zurück zur Ursprungsfrage. Ich erinnere mich an einen Moment, der wirklich sehr angsteinflößend war. Ich war damals, ich glaube, 21, gerade 21 geworden, und ich bin in Kirgisistan im Winter unterwegs gewesen. Warum Kirgisistan?
Kirgisistan ist eines der billigsten Länder, um Höhenbergsteigen zu betreiben. In Nepal kostet der Permit für einen 7000er, keine Ahnung, was kostet der, 1000 Dollar? Ja, ne, vielleicht nicht 1000 Dollar, aber sowas um den Dreh mittlerweile. In Kirgisistan liegt er bei 50 Dollar. und du hast halt keine hohen Kosten, weil in Nepal kommen diese Kosten halt auch dadurch zustande, dass du eine gewisse Anzahl an Leuten mitnehmen musst, eine gewisse Infrastruktur und ich bin einfach losgezogen mit quasi keinem Budget. So eine Solo-Besteigung ist eh super günstig und ich wollte im Winter auf diesen Berg. Der Peak Eleni, 7134 Meter. Und jetzt war ich schon eine Woche unterwegs oder so und ich war in so einem Eisbruch unterwegs. Ein Gewirr aus Gletscherspalten und Eistürmen, so ein Labyrinth, wodurch man sich den Weg sucht. Ich habe meine Skistöcke dabei und stochere vor mir her, ob da Gletscherspalten sind. Dementsprechend langsam bin ich unterwegs mit meinem ganzen Gepäck. Und es wird langsam dunkel, also sage ich, hey, ich muss hier ein Camp aufschlagen. Wenn es dunkel wird, kann ich mich in diesem Labyrinth gar nicht mehr zurechtfinden. Und den einzigen Zeltplatz, den ich gefunden habe, der war auf so einer Gletscherrippe. Also links und rechts massive Gletscherspalten, Pi mal Daumen 30 Meter tief, 10 Meter breit. Und diese Rippe war vielleicht, keine Ahnung, 4 Meter breit, vielleicht auch 6 Meter breit. Sowas um den Dreh. Also habe ich mir Zelte aufgebaut, das Ding war total vereist, ein bisschen Schnee war drauf. Ich habe das Zelt so gut, es ging befestigt, habe da so ein paar Nägel quasi in das Eis reingehauen. Ja. Und es musste ja so kommen, dass ich mitten in der Nacht aufwache und das ganze Zelt im mega fetten Sturm steht und sich total deformiert und alles. Und ich denke nur so, oh mein Gott, ey. Tja. Mach mich halt irgendwie schwer oder so. Also ich habe mich versucht, mental schwer zu machen, damit das Zelt nicht abhebt. Ne? Hat natürlich nicht geholfen. Also die Lektion habe ich auch gelernt. Das Zelt ist aus der Verankerung rausgerissen. Also ich habe wirklich gehört, wie Fabric abgerissen ist. So. Und ich bin mit diesem Zelt auf die Spalte zugerutscht. Ja? Im Zelt drin. Dann bin ich also habe das Zelt aufgerissen, bin rausgesprungen. In meine Skistiefel rein. Ich stand da in Unterwäsche, ne? Halte das Zelt fest, damit das Zelt nicht wegfliegt. Und jetzt bläst der Wind von hinten langsam in das Zelt rein und ich rutsche Stückchen für Stückchen auf diese Spalte zu. Und ich denke mir so, scheiße, okay, du musst das jetzt irgendwie wieder befestigen. Aber ich stelle fest, alles ist eingefroren. Also rutsche ich jetzt, wie in so einem richtig schlechten Bergsteigerfilm, langsam mit dem Zelt auf die Spalte zu. Und da sind mir echt die Optionen ausgegangen. Ich dachte, was soll ich jetzt tun? Ich meine, wenn ich das Zelt loslasse, fliegt meine gesamte Ausrüstung, inklusive Schlafsack, inklusive all möglichen Isolationskram, einfach in diese Spalte. Ich könnte vermutlich überleben, also ich müsste dann so vielleicht 24 Stunden nonstop laufen in meiner Unterwäsche und wenn ich richtig schnell laufe, schaffe ich es vielleicht bis zu irgendeinem Punkt von Zivilisation, wo ich wen treffen könnte. Ja. Vielleicht. Vielleicht brauche ich aber auch 2 Tage. Ich hätte schon eher 2 Tage gebraucht. Ja, aber wenn ich das Zelt weiter festhalte, rutsche ich mit dem Zelt zusammen in die Spalte. Das würde ich hundertprozentig nicht überleben. Also, die sah ziemlich bösartig aus. Also, kannst du dir vorstellen, dass ich in dem Moment richtig verzweifelt war. Einfach, weil ich keinerlei Optionen mehr gesehen habe. Wenn du in so einer Felswand hängst, dann kannst du ja immer noch verschiedene Griffe probieren, deine Füße verändern, du kannst irgendwie das Ding ein bisschen ausspähen, du kannst am Problem aktiv arbeiten. Aber jetzt war ich einfach nur ein Opfer, ausgesetzt den Verhältnissen am Berg. Und ich weiß noch genau, dass ich so eine tiefe Angst gespürt habe. Aber die Angst kam vielleicht vielmehr daher, dass ich einfach nicht wollte, dass all die Sachen, die ich noch geplant hatte, die ich noch machen wollte, das nicht stattfinden würden, nur weil ich jetzt irgendwie einen dummen Fehler gemacht habe und jetzt deswegen sterben müsste. Und ich bin kein religiöser Mensch, aber ich war wirklich so verzweifelt, dass ich angefangen habe zu beten. ich dachte einfach nur so, okay, alle Optionen, die du jetzt durchgespielt hast, die haben nicht funktioniert. Also sage ich einfach mal so, oh Gott, wenn es dich gibt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, mal irgendwie was zu machen. ich weiß nicht, ob es geholfen hat, aber irgendwie auf eine gewisse Art und Weise hat es mich irgendwie
beruhigt, glaube ich, dass ich eine Option gefunden hatte. Weißt du, was ich tun konnte? Ja, ja. Dieses Beten, so wie so eine Art mechanische Lösungsfindung. Und dieser Wind, der da reingeblasen ist, der hat kurze Zeit später wirklich auch einmal kurz ein bisschen abgeebbt, so dass ich mich bewegen konnte. Sonst war ich immer so unter Druck. Mhm. Da ist mir eingefallen, da war eine andere, kleinere Gletscherspalte, also habe ich das Zelt hinter mir hergeschliffen und bin quasi mit dem Zelt in eine andere Gletscherspalte gesprungen. Also so 4-5 Meter tief und mit Powder gefüllt. Da bin ich am Vortag durchgelaufen, deswegen wusste ich, dass die gut war. Und habe da drin dann in die Nacht verbracht. Ja, religiös bin ich nachher nicht geworden, okay. Aber ich habe natürlich jede Menge daraus gelernt. Das ist ja auf jeden Fall, also jetzt beim Zuhören, da krauseln sich bei mir schon alle Haare, die es gibt. Also alleine schon, wenn du dann sagst, also so als Option auch wenn du davor durchgelaufen bist, einfach mal 4-5 Meter in den Gletscherspalte reinzuhüpfen im Powder. Okay. Hast du dir denn in dem Moment mal überlegt, so, wie wär's denn jetzt, hättest du noch jemanden dabei? Also wärst du nicht solo unterwegs? Nee, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Erstaunlicherweise. Ich glaube, ich war irgendwie auch ganz froh, dass ich die volle Kontrolle über die Problemlösung hatte. Gut, die Problemlösung war jetzt nicht gerade herausragend mit dem Beten in diesem Fall. Aber sie hat geholfen. Aber es hat geholfen und am Ende hat es gut geschafft, hat es gut geklappt. Ich weiß gar nicht, ob jemand anders nicht jetzt, ich sag mal rein hypothetisch, hätte jemand anders ja auch in Panik geraten können. Und dann hätte ich nicht nur ein Problem gehabt, dann hätte ich zwei Probleme gehabt. Ja, das ist natürlich auch wieder richtig. Wie ist das denn überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, hey, ich mache diese ganzen Sachen allein, also ohne jetzt einen zweiten Seilpartner oder einen dritten, sondern ich ziehe das alleine durch? Also, ich bin aufgewachsen im Herzen des Teutoburger Waldes, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bielefeld. In diesem Dorf habe ich auch die Kletter-AG besucht. Auch wenn Bielefeld eine relativ große Stadt ist, die es tatsächlich gibt, an alle Zuhörer, die gibt es, also ich habe sie schon mal gesehen, also jetzt kennt ihr zumindest einen, der aus Bielefeld kommt oder aus der Nähe. Es ist schwierig, da Seilpartner zu finden, um Bergprojekte zu machen. Klar gibt es einige Leute, die auch alpin aktiv sind, aber am Ende müssen die dann Zeit haben, wann du Zeit hast. Die müssen auch das Geld investieren wollen, was du investierst. Bei mir ist es häufig eher so, dass ich halt so low budget unterwegs gewesen bin, dass es vielleicht eher ein Problem war, dass die anderen mehr Geld ausgeben wollten als ich. Und es muss dann halt auch passen, also von den Fähigkeiten her am Berg und aber auch menschlich. Und das war halt immer recht schwierig, gerade wenn so wenige Leute da sind, die halt auch das machen, Leute zu finden. Und angefangen hat es damit, dass ich meine grandiose Schule aus diesem Dorf, Bockholzhausen, an der ich die Kletter-AG besucht habe, die hat auch so einen Austausch angeboten in der 11. Klasse nach Kenia. Wir hatten Partnerschulen, also wir haben Partnerschulen in Kenia. Ich habe 5 Stück und da soll es einen Monat hingehen, ein bisschen Unterricht geben, Bäume pflanzen, Müllsammelaktionen, so ein bisschen Kulturaustausch. Da war ich dabei und ich habe einfach vorher die Leute gefragt von der Organisation, ob die meinen Rückflug später buchen können. Das Ganze war damals subventioniert vom Land NRW. Ich musste nur 500 Euro bezahlen für diese gesamte Zeit, sonst hätte ich mir das niemals leisten können. Also meine Eltern haben das nicht bezuschusst oder irgendwas. Also wir hatten prinzipiell nicht so viel Geld zur Verfügung. Und das war dann möglich. Und ich habe gefragt, hey Leute, wer möchte mit mir länger bleiben hier und noch auf den Mount Kenya steigen? Das Matterhorn Afrikas, wunderschöner Berg und so. Alle so, vom Prinzip her schon, alle so, nee, nach einem Monat will ich zurück nach Hause zu Mami. Also bin ich einfach alleine länger geblieben. Und habe mir gedacht, okay, ich heuere mir vor Ort einfach einen Träger und einen Koch an und mache das halt. Das habe ich dann auch gemacht. Ich war gerade 19 geworden. Also ich bin auf diesem Trip da 19 geworden. Bin einfach los quasi.
Und habe diese Expedition gemacht und bin, das war mein erster Berg, der Mount Kenya, ne? Also so mal zur Info, 5200 Meter ist der Hauptgipfel. Und bin da gleich in die Vollen gegangen, bin richtig fett auf die Schnauze geflogen, habe mir den mega Sonnenbrand meines Lebens geholt, weil ich natürlich verpeilt hatte, dass UV-Strahlung durch die Wolken durchgeht, ne? Auch schlecht ist, kann man sich verbrennen. Ich war vermutlich ziemlich höhenkrank, also ich hatte starke Appetitstörungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, leichte Übelkeit. Aber ich dachte, das muss so, ja? So fühlt sich die Höhe wohl an. Ja. Ich bin innerhalb von 2 Tagen auf 4400 Meter hochgelaufen. wollte dann mit so einem kenianischen Bergführer, den ich mir angeheuert hatte, durch diese technische Route, 14 Seillängen sind das, glaube ich, zum Gipfel gehen. Es gab einen fetten Schneesturm, alles ist vereist, es hat eh nicht geklappt und ich habe mich so elendig gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich irgendwie 90 wäre oder so. Und ich dachte aber immer, das muss so, ne? Und ich habe halt unglaublich viel dabei gelernt. Also ich habe wirklich fast alles falsch gemacht, was du dir vorstellen kannst. Habe dann nachher den dritthöchsten Gipfel erreicht, 4995, der da ist. Aber für meinen ersten Berg dachte ich, war das schon ganz gut. Habe wirklich viel Erfahrung mitgenommen, habe aber auch tatsächlich gelernt, dass es keine anderen Leute braucht. Ich konnte ja einfach da irgendwie hochgehen und es war so unkompliziert. Ich konnte jederzeit entscheiden, was wie passiert. Das hat mir irgendwie getaugt und dann dachte ich mir, hey, ist ja alles ganz easy. Und dann habe ich auch mehrere Projekte gemacht, die so in der Richtung funktioniert haben. Und wie hat sich das verändert so in der Projektvorbereitung? Also das ist ja doch schon ein sehr logistischer Aufwand. Ich hatte jetzt bloß gesehen, dass du in Alaska warst und dort mit einem Flugzeug mit Kufen unterwegs warst und so weiter. Und das ist ja schon ein großer Aufwand, den man ja ein bisschen planen muss. Wie hat sich das verändert von dieser etwas spontaneren Aktion hin zu einer wirklichen Expedition? Uff, eine wirkliche Expedition ist ja nur der Aufbruch ins Unbekannte. Und den Aufbruch ins Unbekannte muss man ja eigentlich nicht so stark vorbereiten. Okay, dann finde das andere Wort dafür. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja, die Projekte sind natürlich größer geworden und anders geworden. Früher war meine Mentalität, just go for it, so mach's einfach. Ich hatte, bevor ich in Kenia war, dachte ich immer so, ja, was ist, wenn das irgendwie schief geht oder so, oder was ist mit all diesen unbekannten Faktoren und so, und hatte dann vielleicht auch häufig Bedenken, irgendwas zu machen. Und dann dachte ich mir aber einfach später immer, okay, weißt du, wenn du irgendwas machen möchtest, mach's einfach, sonst wirst du es nie machen. Und aus diesem mach's einfach ist jetzt natürlich eine strukturiertere Vorgehensweise geworden, wenn man Projekte hat, die einfach zum Beispiel riesige Budgets brauchen. Dann kann man nicht sagen, oh, ich fliege morgen nach Kirgisistan und was weiß ich, besteige einen unbestiegenen Berg oder so. Nein, man muss es halt dann tatsächlich konkret planen. Für große Budgets muss man halt auch schauen, dass man das Projekt medial aufbereitet. Dann muss man die mediale Aufbereitung planen. Also zum Beispiel war ich in Alaska mit einem Filmteam unterwegs. Wir drehen an einem Film für ein Filmfestival. Wir drehen auch an einer Doku darüber. Es ist dann vielleicht noch ein Fotograf dabei, der Bildmaterial erstellt. Und dann musst du auf einmal nicht nur für dich denken. Und dann bin ich quasi sowas wie ein Manager. Ich bin eh hier unglaublich viel im Büro. Das denkt man gar nicht. Als Profi-Bergsteiger verbringe ich vielleicht 50% damit, Sachen zu organisieren und am Büro. Ja, Vorlaufzeit unterschiedlich. Ich meine, richtig fette Projekte plane ich Jahre im Voraus. Gibt es da denn jetzt schon irgendwelche Pläne, wo du sagst, da kann ich schon mal so ein bisschen ein Preview drauf machen? Du bist ja noch jung. Wie bitte? Du bist ja noch jung. Ja. Da geht ja noch einiges. Da geht noch einiges. Keine Ahnung. Nächsten Winter möchte ich gerne an den Everest gehen. Okay. Ja, ich meine, jetzt sagst du natürlich Everest 1000-mal bestiegen und so, stimme ich dir zu. Bis vor kurzem konnte ich mir auch nicht vorstellen, den Everest zu besteigen. Ich meine, allein letztes Jahr wurde der 700-mal bestiegen. 700-mal, nur in einem Jahr. Überleg mal. Ich meine,
in gewisser Art und Weise ist meine Philosophie ja auch, alles, was jemand schon mal gemacht hat, was du nur wiederholst, ist Tourismus. Und deswegen wollte ich auf keinen Fall irgendwas nur wiederholen. Das hat für mich keinen Mehrwert. Das ist eine Leistung ohnehin und Respekt vor jedem, der einen Everest mit Sauerstoff besteigt und so weiter, ist immer noch eine krasse Leistung. Aber mich wird es nicht glücklich machen. Meinen eigenen Ansprüchen wird es nicht genügen. Also dachte ich mir, wie kann man das Ding richtig krass machen, so dass ich vielleicht eine Erfolgschance sehe, aber dass es hart wird und dass mich das Ganze erfüllt. Was ist noch echter Alpinismus? Ha? Hm. Und dann bin ich natürlich auf die Idee gekommen, im Winter dahin zu gehen. Ich meine, im Winter wurde der Everest erst 15 Mal bestiegen in seiner gesamten Besteigungsgeschichte. Okay. Das letzte Mal erfolgreich wurde er 1993 im Winter bestiegen. Ist also schon ein bisschen her. Und er wurde noch nie im Winter ohne Sauerstoff bestiegen. Und er wurde noch nie im Winter solo bestiegen. Jetzt kannst du ungefähr ausrechnen, wie das nächste fette Projekt heißt. Ich habe so eine Vermutung. Was ist denn das Besondere oder das besonders Schwierige Mount Everest im Winter? Also Schnee liegt dort vermutlich ja immer. Im Winter ist es tatsächlich eher trocken, weil das ein Monsun kontrolliertes Klima ist. Es ist der Wind, es sind die Temperaturen, es ist einfach richtig kalt. Ja, und die Kälte macht es anspruchsvoll. Und dann halt der Jetstream, der, in dem ja sonst die Flugzeuge Langstrecken fliegen, der da auf den Berg trifft. Ich meine, der Berg ist fast 9 Kilometer hoch. Ja? Das ja. heißt, das ist schon fast die Höhe, auf der dann die Jets fliegen. Das macht es unglaublich herausfordernd. Und das macht es aber auch irgendwie wieder spannend, weil im Winter einfach niemand am Berg ist. Und natürlich werde ich nicht auf der Route raufgehen, auf der alle Leute im Sommer raufsteigen. Ich werde mir eine technischere Route aussuchen. Und das Ganze dann halt auch so gesehen noch ein bisschen anspruchsvoller machen. Und mir geht es da dann tatsächlich gar nicht darum, den Gipfel zu erreichen, sondern mir geht es darum zu schauen, was ist möglich, wie funktioniert das Ganze, wie funktioniert es im Winter. Und der Gipfel wird bei dieser Expedition ein Bonus bleiben. Ich werde viel lernen und dann werde ich das nächste Mal wiederkommen mit all dem Wissen und es nochmal versuchen. Das ist der Ansatz. Ich meine, klar, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, der Gipfel ist nicht das Ziel. Ne? Wenn ich einen guten Shot auf den Gipfel habe, dann werde ich natürlich versuchen, darauf zu steigen. Aber wenn nicht, dann ist auch gut. Dann nehme ich all das Wissen, was ich da mitgenommen habe und komme das nächste Jahr wieder. Bist du denn da so enttäuscht? Also hast du schon mal eine Tour abbrechen müssen mit gutem Gewissen oder mit schlechtem Gewissen? Also wie ist da dein Gefühl, wenn du sagst, ah nee, heute mache ich es nicht oder ziehst du es dann doch durch oder ist das zu gefährlich, weil dir dein Leben dann doch lieber ist, als der Erfolg auf dem Gipfel zu stehen? Puh. Also ich würde sagen, prinzipiell, als ich jünger war, habe ich definitiv mehr riskiert. Da wollte ich mich aber auch viel mehr beweisen und wollte mehr, primär vielleicht auch mir selbst zeigen, dass ich es kann. Jetzt weiß ich, dass ich es kann. Also muss ich mir auch nicht mehr so viel beweisen. Und dann ist es mir schon einige Male passiert, dass ich irgendwie 100 Meter vor dem Gipfel von so einem 6000er stand und dann waren da aber so Wächten und ich dachte, puh, die können jederzeit abbrechen und dann drehst du halt um, da bereust du nichts. Da weiß ich bin so weit gegangen, wie es ging. Und ab jetzt wird es einfach unrealistisch und dann drehst du um, ohne irgendwas zu bereuen. Ich glaube, wenn ich als Solo-Bergsteiger unterwegs bin, dann kann ich ja immer genau bis dahin gehen, wo ich mich komfortabel fühle. Und dann kann ich entscheiden, ja, bis hier und nicht weiter und dreh um. Aber wenn ich jetzt mit jemand anders unterwegs bin, dann könnte ich vielleicht viel häufiger etwas bereuen, weil ich vielleicht ja dann bis zu einer Stelle gehe, wo ich mich noch super gut fühle und das Risiko ist absolut vertretbar oder vielleicht nicht mal existent. Aber mein Seilpartner sagt, aus irgendeinem Grund möchte er umdrehen oder möchte nicht weitergehen oder so. Dann kann ich den ja jetzt auch nicht alleine zurücklassen und dann weiter zum Gipfel steigen, sondern
ich würde ja dann mit dem zusammen zurückgehen, weil nichts wäre schlimmer, als wenn ich mit einem Seilpartner zusammen unterwegs bin und dann egoistisch mein Ding durchziehe und ihm passiert irgendwas auf dem Rückweg. Das könnte ich nicht vertreten. Und dann würde das noch einen bitteren Nachgeschmack haben. Okay. Und so als Solo-Bergsteiger kann ich ja total egoistisch handeln. Da muss ich keine Rücksicht nehmen. Ich habe ja immer so, wenn ich irgendwas mit Abstürzen lese oder was auch immer, da habe ich immer so ein bisschen Gefühl, da spielt falscher Ehrgeiz eine sehr große Rolle. Was denkst du denn, was sind denn so die häufigsten Ursachen, warum Leute abstürzen? Also oder so bei Projekten ins Leben kommen, ist es dann wirklich fehlendes Können oder einfach dieses, ich muss das jetzt durchziehen, was denkst du? Also ich bin sehr gut vernetzt in der Profiszene und in der Profiszene würde ich eher sagen, der Grund dafür, dass die Leute abstürzen oder dass irgendwas passiert, ist häufig Erfahrung. Zu viel Erfahrung. Zu viel, okay. Ja, da denkst du jetzt auch erstmal, hä, warum zu viel? Aber pass auf, die haben schon so viel 8000er bestiegen und sonst was für kranken Scheiß gemacht. Und häufig passiert irgendwas Triviales, weißt du, wo die dann einfach denken, ja, ich habe ja all das schon gemacht und dann passen die kurz nicht auf oder so und dann passiert irgendwas. Oder zum Beispiel ist einer meiner Freunde verschwunden einfach auf einer Expedition. Der ist auch Solo-Bergsteiger gewesen und der hat schon so viele kranke Solos gemacht an 8000ern und so. Einmal ist er halt einfach nicht zurückgekommen und keiner weiß, was mit ihm passiert ist, aber letztendlich wäre er niemals in den Bedingungen losgegangen, wenn er nicht so viel Erfahrung gehabt hätte. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, also für mich wichtig, dass ich mich manchmal auch dazu zwinge, Sachen ein bisschen von so einer Anfängerperspektive aus zu sehen. Da werden einem häufig Sachen klar und klar. Am Ende kannst du auch auf einem 4000er in den Alpen abstürzen, dafür brauchst du nicht auf einem 8000er stehen. Ja. Wenn wir jetzt schon einmal in dieser etwas traurigeren Ecke sind, 25. April 2015 warst du in Nepal am Mount Everest Base Camp und da war das Erdbeben und da hattest du tatsächlich das Erdbeben erlebt im Basislager und hast davon auch ein Video gedreht. Das werde ich auch mal verlinken, wenn ich das noch finde. Findest du? Irgendwo bei Google war das, genau. YouTube. Und, wie hast du das denn erlebt? Also das sieht ja schon sehr krass aus. Also auf einmal bewegt sich alles und da kommt eine riesengroße weiße Schneewolke auf dich zu und ringsherum Panik. Also wie ist das da abgelaufen dann? Also wie hast du das quasi erstmal belebt und bist dann auch wieder runtergekommen? Also wenn du sagst, runtergekommen, dann hört sich das so an, als wenn mir das am Berg wirklich passiert wäre. Aber es war ja nur im Basecamp. Ja gut, aber vom Basecamp muss man ja auch dann wieder ins Tal und die Infrastruktur ist ja quasi dann noch weniger existent, als sie so schon nicht da ist vielleicht. Ja, ich glaube, technisch gesehen zählt das Basecamp zum Tal. Also nur, dass okay. Das Tal sich halt langsam runter bewegt. Also Basecamp ist die Basis, der Fuß des Berges. Und so gesehen in einem sicheren Ort, an dem du dich erholst, der dein Zuhause ist, schon wirklich unten. Also vom Basecamp aus würde man aufsteigen und in verschiedenen Lagern den Berg besteigen. Und deswegen, war das noch so ein komisches Gefühl. Ich meine, du hängst da deine Bilder auf im Zelt und du wohnst da halt auch für 2 Monate. Und ich saß im Essenszelt, ich habe mir das, mein kleines Basecamp habe ich mir geteilt mit anderen Bergsteigern, um die Kosten zu reduzieren, damals. Und der Tisch hat gewackelt im Esszelt und da saß ein japanischer Freund von mir und der hat gesagt, hey, Erdbeben. Das war so das Erste, was gesprochen wurde. Und ich dachte so, wenn der Taro das sagt, der ist Japaner, dann wird es wohl ein Erdbeben sein, ne? Weil der hat bestimmt schon viele erlebt. Ja. Also war das klar, es ist ein Erdbeben. Und ich war so, ein Erdbeben, wie cool ist das denn? Ich habe noch nie ein Erdbeben erlebt. Ich meine, hast du schon mal ein Erdbeben erlebt? Nee. Ja, ich hatte also noch kein großes.
Und dann war das halt ein richtig starkes, ne? 7,8. Ja. Also habe ich mich natürlich dementsprechend gefreut. Ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch und ich liebe es, so neue Sachen zu erfahren. Hab mein iPhone genommen, habe das ein bisschen gefilmt und der Boden hat geschaukelt, als wenn ich auf so einem kleinen Segelboot in den Wellen wäre. Und wir haben gelacht. Wir waren ja zu Hause, wir waren ja im Basecamp. Wir haben uns sicher gefühlt. Wir dachten, uns könnte nichts passieren. Die Berge sind um uns drumherum. Ja, mindestens einen Kilometer oder 2 Kilometer in jede Richtung entfernt. Also habe ich ein bisschen gefilmt. Ich dachte, vielleicht würden da irgendwelche Lawinen vom Everest abgehen. Habe auf den Everest zugeschaut und so. Und dann sehe ich plötzlich diese Leute vor mir davonlaufen. Und in dem Moment wird mir klar, dass das Geräusch, was ich vom Everest aus gehört habe, dass es nur ein Widerhall war und dass das Geräusch eigentlich von hinter mir kommt. Und ich habe mich umgedreht und da war diese gigantische Lawine oder dieser gigantische Tsunami aus Eis, der da auf mich zugerast ist. Und ich weiß noch genau, wie ich einfach stehen geblieben bin und gedacht habe, macht das jetzt noch einen Unterschied, wenn ich weglaufe? Und dann hat mein Unterbewusstsein aber irgendwie so einfache Signale gesendet, so lauf, schmeiß dich hinter irgendwas. Und das, dann liefen Menschen um mich drum herum weg. Und dann bin ich einfach gelaufen. Und der Taro und Kuntal, also 2 Freunde von mir, saßen hinter einem Zelt oder haben sich hinter einem Zelt weggeduckt. Dann bin ich einfach in dieses Zelt gesprungen. Und überleg mal, eigentlich ist es doch total die dumme Idee, sich hinter einem Zelt zu verstecken. Bei einer Lawine. Also, naja. Ja, Felsbrocken oder irgendwas. Aber mein Unterbewusstsein war so auf Autopilot und hat vermutlich jetzt mal einfach gesagt, okay, da haben schon 2 Leute entschieden, dass es ein guter Ort ist. Dann gehst du auch dahin. Naja. Dann bin ich auch dahin gegangen. Und sobald ich da war, wollte ich auch nicht nochmal weglaufen, weil die waren irgendwie da. Und nochmal zu laufen, dann könnte ich ja irgendwie von irgendwas getroffen werden. Ja. Dann bin ich da gewesen und dann bewegte sich diese riesige Wolke mit einer unrealistischen Geschwindigkeit auf uns zu. Ich konnte nicht wirklich sagen, ob es super langsam war oder super schnell. Es war einfach so riesig. Es war einfach alles irgendwie bedeckt und ich wusste nicht, ich wusste nicht mal wirklich, was es war und ich war total verwirrt und deswegen war es auch so intensiv, als dann das Ding eingeschlagen ist und ich feine Eispartikel in Mund und Nase bekommen habe und keine Luft mehr bekommen habe und dann meine große Daunenjacke über Kuntal und Taro ausgebreitet habe, wo wir uns zu dritt drunter getan haben, um da drunter zu atmen. Ich meine, wir sind gerade dahin gesprintet auf 5400 Metern fast und hatten so schon keine Luft und es hat sich angefühlt wie Ersticken und es wird einfach alles irgendwie immer weißer um mich drum herum und ich dachte, okay, du wirst jetzt sterben. Und irgendwie war es für mich okay, dass ich jetzt. Natürlich habe ich dann überlebt, sonst würde ich jetzt nicht mit dir sitzen und sprechen. Ne? Ja. Also der Druck hat dann nachgelassen und die Lawine war dann vorbei und ich habe festgestellt, okay, das war nur eine Staublawine, also diese Druckwelle, die vor der eigentlichen Lawine kommt. Aber jetzt wusste ich ja nicht, kommt gleich die solide Lawine. Das würden wir auf keinen Fall überleben, wenn die genauso krass wäre wie diese Druckwelle. Also, sind wir einfach zum nächsten Zelt gelaufen. Wir wollten eigentlich erst ins Küchenzelt laufen, aber das war komplett zerstört. Das war so ein massives Zelt mit so Stahlstangen und fetten Steinen beschwert und so. Das war alles komplett zerstört. Um uns drumherum sah es aus wie auf einem Schlachtfeld. Ah, scheiße. Wir sind zum nächsten Zelt gelaufen, wo, ich glaube, 12 Sherpas irgendwie dieses Riesenzelt von innen gestützt haben und festgehalten haben. Und das war halt total zerrissen, das Zelt. Und innen war alles mit so einer Eisschicht übersät. Wir haben uns da gesammelt, weil das irgendwie der einzige Ort war, der einigermaßen nach Schutz aussah. Und haben einen dieser Kocher angeschmissen und haben versucht, den Kunter wieder aufzuwärmen. Da war nur ein T-Shirt, der konnte seine Hände nicht mehr spüren. Ich habe Wärmepads gesammelt und bin mit diesen Wärmepads zum Krankenhauszelt gelaufen. Aber dieses Krankenhauszelt war zur Hälfte zerrissen und offen und überall lagen Medikamente rum. Und ich bin wirklich durch so ein Schlachtfeld gelaufen, wo überall zerrissene Zelte,
Sauerstoffflaschen in so blauen Tonnen oder so rumlagen und Klamotten. Und dann kamen halt viele Leute mit Kopfverletzungen etc. Viele Menschen sind weggeflogen oder wurden von fliegenden Gegenständen getroffen oder waren in ihrem Zelt und sind mit ihrem Zelt gemeinsam fortgeschleudert worden. Ja. Ja, klingt ja genauso, wie ich es von dem Video auch in Erinnerung hatte, also sehr dramatisch alles. Und wie hat sich das dann alles aufgelöst, beziehungsweise kam dann Hilfe vom Tal, also von unten oder per Hubschrauber, oder wie ist es dann, also wie seid ihr da wieder weggekommen quasi? Also erstmal ging gar nichts, weil es war ja jetzt komplett bewölkt, auch noch, es war ganz viel von diesem Schneestaub noch in der Luft und das sind alles Sichtflüge. Die Helikopter, die hier hochfliegen, müssen was sehen. Also an dem Tag flog nichts mehr und dementsprechend sind halt dann von den vielen Verletzten auch noch 4 über Nacht verstorben an Kopfverletzungen, weil einfach die medizinische Versorgung nicht ausgereicht hat. Und ja, dann am nächsten Tag haben wir uns dazu entschieden, abzusteigen. Also wir sind die Leute, mit denen ich das Basecamp geteilt habe, eben um diese Kosten zu reduzieren, die Logistik. Und ich persönlich, sowie alle meine Freunde, die da waren, haben uns dazu entschieden, auf Helikopter zu verzichten. Unsere Versicherung hätte Helikopter übernommen. Klar, ist ja ein Notfall und so, bei dem, die hätten uns ausgeflogen. Aber diese Helikopter waren zurzeit ja viel dringender benötigt an anderen Stellen. Ja. Das heißt, wir haben gesagt, hey, uns geht's gut. Wir wandern raus. Also sind wir halt rausgewandert. Es sind dann ungefähr 3 Tage Wanderung gewesen. Ja, zügige 3 Tage. Wir sind nicht direkt, insgesamt sind wir eine Woche unterwegs gewesen bis zum Flughafen. Und am Flughafen sind wir eh nochmal festgesessen, weil jeder wollte das Tal verlassen und er war total überlastet. Ja. Krasse Sache, aber ja, eine Erfahrung, die dich wahrscheinlich auch fürs Leben geprägt hat. Und, absolut, das hat mein Leben verändert. Und zwar sehr stark, stärker als du vielleicht denkst. Was war die größte Veränderung da, wenn ich fragen darf? Anstatt Medizin zu studieren, habe ich mich dazu entschieden, Berg zu steigen. Das war okay. Die größte Veränderung. Krass. Okay, kommen wir mal wieder zu etwas positiveren Sachen. Du bist jetzt am Everest gewesen in Kirgisistan. Also Pygmäen. Jetzt weißt du, warst in Indonesien, Alaska und so weiter. Wo warst du denn schon überall klettern auf dieser Welt? So ein grober Überblick. Grober Überblick. Ich war in Argentinien, also Südamerika, unterwegs. Ich war jetzt halt neulich in Alaska, ganz angesprochen. Ich habe Projekte in Spitzbergen gemacht, also norwegische Arktis oben. Afrika haben wir eben angesprochen, natürlich viel in Europa, in verschiedensten Ländern. In Russland, ich war in Kirgisistan, in Tadschikistan habe ich nicht so viel gemacht, aber auch ein bisschen in Tadschikistan. Nepal natürlich, Japan. Japan ist auch nochmal sehr spezielles Bergsteigen. Ja, dann in Westpapua am Klettern. Sehr gute Felsqualität da im Dschungel. Australien habe ich Sachen gemacht. Ich glaube, so Pi mal Daumen müsste es so sein. Ich bin halt auch Wiederholungstäter. Ne? Also ich komme häufig dann an gleiche Orte. Ich war zum Beispiel 5-mal in Nepal unterwegs bisher auf Expeditionen. Ja, je besser man die Ortschaften da kennt und die Logistik, desto krassere Projekte kann man am Ende realisieren. Okay, du hast gerade gesagt, Japan ist speziell. Was meinst du damit?
Oh, also ich habe festgestellt, dass, also ich war zum Winterbergsteigen natürlich in Japan, ne? Dass die Schneestruktur in Japan nochmal ganz anders ist. Also ich war da unterwegs und es waren irgendwie 10 Meter Schnee und das war so richtig trockener Powder. Also auch mit Skiern bin ich richtig tief eingesunken beim Aufstieg. Das waren so Sachen, mit denen hatte ich gar nicht gerechnet. Ich meine, klar, jetzt weißt du auch, warum alle Leute nach Japan zum Abfahren ist eine Sache. Ne? Bei Abfahren kriegst du irgendwie noch ein bisschen Auftrieb und trotzdem bist du so tief im Powder. Aber beim Aufstieg und zum Bergsteigen ist es natürlich der Horror. Da sinkst du so tief ein beim Bergsteigen. Die japanischen Alpen haben viel mehr Rundungen. Also ich habe einige Berge bestiegen, die auch als ja, sehr schwierig oder sehr gefährlich gelten. Aber die sind eher gefährlich, weil du, keine Ahnung, dich verläufst oder das Gestein irgendwie seltsam ist, also nicht so stabil ist. Es ist eher, wie soll ich sagen, wie so gerundete Berge, durch die manchmal irgendwie so ein paar Schnitte verlaufen. Es ist anders. Und die Vegetation ist anders. Und der Bezug zu den Bergen ist anders. Es ist auch auf jeden Fall cool. Also ich habe einige Male Neujahr in Japan verbracht und dann bin ich halt zum Neujahr nachts mit so einem Fackelzug, also mit so Fackeln auf so einen Berg gestiegen, in so einen Tempel gegangen, der auf diesem Berg war und habe da Neujahr verbracht oder so. Das ist schon cool. Aber wenn du diese ganzen Sachen erlebst, ist dann nicht einfach Europa, also die Alpen, so ein bisschen langweilig geworden? Nee, absolut nicht. Wenn man all das erlebt, weiß man das hier viel mehr zu schätzen, was man hat. Wenn mich Leute fragen, wo ich dann irgendwie, wo mein Lieblingsort ist oder so, dann würde ich halt häufig sagen, hier. Weil wir halt eine super gute Infrastruktur haben und viele, viele Sachen haben, die wir halt für selbstverständlich nehmen. Klar, und ich meine, überleg mal, Dolomiten, all diese Klettergebiete, die wir haben, die Westalpen, das ist so vielseitig, da gibt es so viele tolle Sachen. Man muss gar nicht die Welt bereisen, um coole Sachen zu machen. Das kann ich nur unterschreiben, auf jeden Fall. Aber von der Schwierigkeit her oder sowas, wenn du jetzt so ein Annapurna oder sowas, das hat man natürlich dann in Europa nicht, oder? Es ist anders. Hier hast du unglaublich schwierige Routen. Also, und ob da jetzt 4000 Meter Höhe dran steht oder mehr, ist häufig gar nicht so der Unterschied. Es ist halt anders. Die großen Höhen sind halt konditionell viel anspruchsvoller. Und klar, es ist abgelegener, du hast weniger Rettungsmöglichkeiten, es fühlt sich wilder an, es ist viel mehr Abenteuer vielleicht. Hier kannst du ja irgendwie eine krasse Route klettern, kommst oben raus und dann ist da irgendwie eine Hütte oder so und kannst einen Weizen trinken. Aber klar, hier gibt es unglaublich schwere Routen. Also hier gibt es viele Routen, wo ich sagen würde, die sind zu krass für mich. Okay, also das gibt's auch noch. Absolut. Also die Alpen, da hast du Spielplatz ohne Ende. Also es ist riesig. Du hast ja vorher, also das mit dem ohne Sauerstoff auf dem Everest und so weiter. Gibt es denn da so Vorbilder für dich, wo du sagst, den finde ich gut oder den möchte ich mal nacheifern vielleicht? Also so gerade mit dem ohne Sauerstoff, da fällt mir jetzt sofort der Herr Messmer ein. Ja, ich würde sagen, Taten von diesen Bergsteigern finde ich schon irgendwie inspirierend. Also klar, die Idee by fair means jetzt, viel von Messner propagiert, also ohne künstlichen Sauerstoff, ohne Hilfsmittel und so weiter, da bin ich voll und ganz dabei. Aber ich glaube, dass die einzelnen Personen, die mich inspirieren, als Person selbst nicht perfekt genug sind, um als Vorbild herzuhalten. Ich bin eher so jemand, der sich dann das Beste daraus pickt. Jetzt zum Beispiel den Stil von Messner, und zum Beispiel, das Lachen von Simone Moro. Also Simone Moro, ich weiß nicht, weißt du, wer es ist? Vom Namen her, aber ich habe jetzt gerade kein Bild vor mir. Italienischer Bergsteiger, Winterbergsteiger, hat viele so Winter 8000er Sachen gemacht und
wenn du dir mal so Videos oder so von dem anschaust, da sitzen alle so im Zelt. Es ist wirklich brutal kalt an einem 8000er im Winter. Alle leiden so. Und Simone lacht einfach. Das finde ich ist eine unglaublich coole Eigenschaft. So. Und dann sage ich, okay, dieses Lachen von Simone, das schneide ich mir jetzt ab. Zack. Und das kommt zu meinem imaginären, perfekten Vorbild dazu. Und von einem anderen Bergsteiger nehme ich andere Eigenschaften, die ich cool finde und die ich erstrebenswert finde. Aber in sich sind es ja am Ende nur Menschen. Und Menschen sind nicht perfekt. Und keine Ahnung, wenn du mal googelst zur Prügelei am Mount Everest, dann wirst du finden, wie viel Simone in diese Prügelei am Mount Everest involviert ist oder was auch immer, weil wir sind halt nur Menschen, ne? Wir machen Fehler. Aber diese Fehler finde ich ja häufig nicht erstrebenswert. Nö. Wie ist denn so in der Profi-Bergsteiger-Szene so der Konkurrenzkampf? Also mir fällt jetzt zum Beispiel so ein David Lama ein oder sowas, der ja auch sehr bekannt ist. Und wie ist das Verhältnis da in der ganzen Szene? Ist das eher kollegial oder jeder auf sich bedacht, also gegeneinander? Oder wie ist das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Puh, keine Ahnung. Da ich ja häufig so einfach mein Ding mache als Solo-Bergsteiger, habe ich gar nicht viel Seilpartner. Also ich habe schon Seilpartner für Projekte in den Alpen und so, aber ich bin gar nicht so stark in Kontakt mit vielen Profis. Zumindest in den letzten Jahren immer weniger, weil ich mich auch bewusst von diesen Basecamps und all dem Kram distanziere und dann meine Projekte mache, wo ich halt mein Basecamp irgendwo in der Pampa aufbaue, am Arsch der Welt in Nepal, um einen unbestiegenen Berg zu besteigen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, am Ende kämpfen wir alle für die gleiche Sache. Also wir versuchen Alpinismus auf unsere Art und Weise zu leben und das ist kein Wettkampfsport. Also ich sehe da jetzt absolut keine Konkurrenz. Das mögen andere vielleicht anders sehen, aber für mich versuchen wir einfach alle nur unser Leben intensiv zu leben und die Dinge zu tun, die wir lieben. Sehr gut. Jetzt das Thema einarmig klettern. Das ist ja, du bist ja da mit dem Martin Spitzbart unterwegs gewesen und du hast mir, das war aber noch bevor ihr das gemacht habt, in Friedrichshafen davon erzählt und ich fand es einfach sensationell, da ich ja selber quasi einarmig bin und mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen kann. Erzähl mal kurz über das Projekt und was ihr da oder wie das dazu gekommen ist. Ja, da fällt mir gerade ein, ich habe eben bei der Weltaufzählung vergessen, ich war mit dem Martin in der Nähe von Dubai, also an der Grenze zum Oman klettern. Ne? Und da waren wir unterwegs und dann, also nur Sportklettern. Ne? Und dann habe ich so gesagt, hey Martin, lass uns doch mal ein fettes Projekt in Dolomiten klettern, so eine Meerseillenke. Da habe ich gesagt, ja, ist cool. Und so haben wir es irgendwie gemacht, also organisiert. Und kurz bevor er hergekommen ist, hat er gesagt, weißt du was, Jost, für dich ist es doch viel zu langweilig, wenn wir jetzt so eine lange Route da klettern. Ich fordere dich heraus, das auch einer mich zu klettern. Da habe ich gesagt, ja cool, Martin, das machen wir auf jeden Fall. Und dann war das Projekt einfach gemeinsam einarmig eine Route aus dem Buch Im extremen Fels zu klettern. Das ist so ein Buch mit 100 legendären Führern in den Alpen. Also es sind so wirklich, ist eine Neuauflage, aber das Buch gibt es schon ewig. Sind halt so klassische Routen drin. Die sind häufig auch alle ellenlang und haben einen alpinen Charakter. Haben uns eine ausgesucht und einfach gesagt, dass wir die klettern. Das war das Projekt. Also das heißt, du hast deinen Arm dir auf den Rücken gebunden und bist dann da mit Martin zusammen hoch. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ihn mir auf den Rücken zu binden, dachte aber, ja, falls doch irgendwas schief gehen sollte oder so, möchte ich ihn lieber da haben. Ich habe ihn häufig einfach nur so hinten an meinen Rücken gelehnt. Okay. Gibt es davon Videos oder Bilder? Wir haben einen kleinen Festivalfilm zusammengeschnitten, den wir versuchen werden, dieses Jahr zu platzieren. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen.
Da bin ich gespannt. Sagst du dann auf jeden Fall mal, wo es das zu sehen gibt, wenn ihr das eingereicht habt, dann, weil das ist, finde ich sehr spannend. Aber wie habt ihr das denn gemacht? Also ich weiß ja jetzt gerade mit dem Nachgreifen oder sowas ist es ja schon als Einarmer schwierig. Wie habt ihr das gelöst? Oder wie löst das Martin, beziehungsweise wie hast du es für dich gelöst, weil du es ja doch gewohnt bist, quasi beide Hände zu haben? Also ich muss sagen, wann immer es irgendwie überhängend wird, bist du als Einarmiger eigentlich ziemlich am Limit. Genau. Wenn es noch gerade ist, ist es okay, aber wenn es überhängend wird, dann kannst du halt das Ganze über Dynamik wettmachen. Dann musst du dynamisch klettern und viel mit der Hüfte arbeiten. Also für mich war das sehr, sehr lehrreich. Also auch nochmal Klettertechnik hoch 3. das heißt, du ziehst dich so ein bisschen ran und während du quasi dann dynamisch da hochgehst, arbeitest du nochmal sehr stark mit der Hüfte, bewegst dich zum Fels hin. Das Ganze geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Also gerade im Alpinklettern versuchst du Stürze zu vermeiden, weil die halt häufig sehr tief sind und vielleicht ist da irgendein Felsbrocken, auf den du draufknallen kannst. Ich fand es ziemlich anspruchsvoll und der Martin ist da einige Sachen vorgestiegen, wo ich mir nachher im Nachstieg einarmig in die Hosen geschissen habe. Also wir sind da zum Warmmachen, haben wir die Delago-Kante an den Violett-Türmen geklettert. Ich bin alle Seillängen vorgestiegen und meinte ich, so Martin, willst du auch eine Seillänge vorsteigen? Dann hat er eine Seillänge vorgestiegen mit so einem Riss. Und es war wirklich, vielleicht, keine Ahnung, 95 Grad oder so. Also ganz leicht überhängt und so ein Riss. Und dann hat er sogar noch einarmig einen Friend gelegt und hat diesen Riss geklettert, wo ich halt nachher dachte, oh, leck mich, Alter. Das hätte ich niemals im Vorstieg geschafft, einarmig. Also das war schon nicht schlecht. Das war schon auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht super spannend, mal so zu erfahren, wie das ist, mit einem Arm nur zu klettern. Na, ich habe es bloß mal mit Bouldern probiert, aber naja, da half mir dann einfach meine Körpergröße. Mit 2 Metern kommst du dann noch einmal ein Stück weiter an manche Griffe. Aber ja, mal gucken. Versuch auf jeden Fall mal Seilklettern an der geraden Wand. Da kannst du ganz viel wegstehen oder so in so Ecken, Kaminen oder Verschneidungen. Da kannst du ganz viel über die Beine arbeiten. Ich habe zur Vorbereitung einmal in der Kletterhalle so eine Session gemacht, wo ich halt wirklich dann auch einarmig geklettert bin und es geht erstaunlich gut. Okay. Also das ist auch deutlich leichter als Bouldern. Bouldern wird schnell überhängend und dann fehlt dir da eine Arm sehr stark. Na ja, klar. Gerade Wände, da solltest du eigentlich auch viel machen können. Es steht auf meiner Liste drauf, aber hat jetzt noch nicht die Priorität gefunden, weil ich ganz andere Baustellen mit meiner Höhenangst und so weiter habe. Genau. Mehr Vertrauen zu sich selber. Aber vielleicht erreicht man es einfach, wenn man sowas einfach dann auch mal macht. Konfrontationstherapie. Genau. Nee, aber cool. Also wie gesagt, wenn der Film rauskommt, dann würde ich mich freuen, wenn du da mal kurz Bescheid gibst. Dann werde ich da auf jeden Fall gucken, dass ich das irgendwie auch sehen kann. Und genau. Du hast außerdem noch ein Buch geschrieben, also bist ja Autor. Wir haben vor uns schon ganz kurz, wo wir drüber geredet haben im Vorgespräch, geschmunzelt, weil ich gesagt habe, das ist ja quasi schon eine Biografie und so alt bist du ja noch gar nicht. Wir wollen ja noch ein bisschen was von dir sehen und hören, noch eine ganze Zeit lang. Erzähl doch mal. Biografie Nummer 2. Genau, das ist quasi der erste Teil deines Lebens. Aber wie war es für dich, so über deine Erlebnisse zu schreiben? Ich würde sagen, dass es etwas ist, was ich jedem mal empfehlen würde, zu tun. ich habe mich da in so einer Hütte in den Bergen in Österreich eingeschlossen und habe geschrieben und habe mein Leben nochmal aus der Vogelperspektive betrachtet. Und da sind mir so viele Dinge aufgefallen. Auch vielleicht frühe Motivationen. Zum Beispiel würde ich sagen, dass ich durch das Buch festgestellt habe, dass es mir früher einfach nur um Anerkennung ging. Beim Bergsteigen und solche Sachen zu realisieren, die können natürlich auch sehr, sehr fatal sein. Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt,
als ich mein Leben nochmal durch das Buch betrachtet habe, dachte ich irgendwie, das kann doch jetzt nicht das sein. So, ich meine, Bergsteigen für ein bisschen Anerkennung oder so, das ergibt doch absolut keinen Sinn. Und als ich das Buch geschrieben hatte und fertig war, war ich auch erstmal in so ein Motivationsloch gefallen und dachte so, nee, also die Liebe und Anerkennung, die du haben wolltest, die kannst du ja viel einfacher haben, so einfach. Ja. Also nicht mit deinen Eltern darüber oder so, ne? Und dann bin ich wieder zurück zu den Wurzeln, zu dem, was mich halt angetrieben hat zu klettern anfangs, bevor es so krass geworden war. Die Neugierde, das spielerische Element, dieser Spaß an der Bewegung, das Naturerlebnis und halt dieser Aufbruch ins Unbekannte. Das sind die Elemente, die mich reizen. Diese Suche nach Wahrheit, Dinge herauszufinden, Dinge zu erfinden, Dinge über mich selbst herauszufinden. Das sind Dinge, die mein Bergsteigen ausmachen, die mein Bergsteigen heute ausmachen und früher ausgemacht haben. Und als ich zwischendurch mal richtig krasse Sachen gemacht habe, da wollte ich mich vielleicht auch einfach nur beweisen. Und solche Sachen durch so ein Buch vielleicht festzustellen, das ja, hätte ich vorher nicht gedacht. Aber es war ein unglaublich gutes Erlebnis, das Buch zu schreiben. Ich empfehle es auf jeden Fall jedem und ich werde es auch verlinken. Alleine schon auf Amazon gibt es ja die Beschreibung und da steht dann unten als letzter Satz. Außerdem verrät er, warum er immer eine Cola mit im Gepäck hat und es nichts Schöneres gibt, als auf einem 8000er Schach zu spielen. Also wer das wissen will, sollte auf jeden Fall mal das Buch durchlesen. Und ja, also einfach lesen. Und dann darauf warten, dass der zweite Teil kommt. Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt ja gerne diese Fragen beantworten oder das, was du gerade angesprochen hast, aber das geht leider nicht. Lest das Buch. Es ist auf jeden Fall... Lest es. Nicht, dass ich jetzt zu viel verrate. Genau. Nein, auf jeden Fall, denke ich, werden wir noch sehr viel von dir lesen, sehen und hören. Und bevor wir jetzt aber zum Schluss kommen, dann noch mal ein paar Fragen, kurze Frage, schnelle Antwort, die einfach jeder Gast bei mir gestellt bekommt. Und da wäre die erste Frage, Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Nicht dein Ernst. Also die Frage kannst du bitte selbst beantworten. Und warum? Ich weiß nicht, vielleicht die Aussicht. Die Aussicht ist irgendwie cooler in den Bergen. Beim Meer habe ich immer das Gefühl, man sieht irgendwie immer nur so das Meer. Ich tauche auch gern, aber irgendwie, ja, warum? Ha? Warum? Irgendwie bin ich viel neugieriger auf die Berge. Okay. Die zweite Frage hast du eigentlich fast gerade schon beantwortet. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte am Berg verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Also was würdest du machen? Ich würde ein Buch schreiben. Biografie Nummer 2. Sehr gut. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang verstrahlt mehr Energie. Der angebrochene Tag ist so ein Symbol für alle Möglichkeiten, die du noch hast. Ohne welches Gadget, ohne welchen Ausrüstungsgegenstand gehst du nie in die Berge? iPhone. Okay. Wegen Fotos machen oder weswegen? Wenn es Momente der Erholung und Ruhe gibt, höre ich gerne ein bisschen Musik. Okay. Gibt es so deine Top 3 Blogs, Ressourcen, Magazine oder was auch immer für mehr Berge? Oder für mehr Berge? Also für dafür, dass ich neue Bergprojekte plane? Oder wie ist die Frage? Ja, für alles, für Inspiration. Wenn du einfach mal dieses Berggefühl haben willst, also was liest du dir da durch? Für deine Projekte, neue Projektideen? Also wo hältst du dich quasi auf? Wo liest du gerne? Oder guckst? Das, was ich jedem angehenden Alpinisten ans Herz legen würde, jeder, der ambitioniert ist, ist auf jeden Fall Training for the New Alpinism von Steve House, ist ein Buch, was in Zusammenarbeit mit Patagonia entstanden ist. Ist ein fetter Schinken, aber
State of the Art, geile Trainings, Psychologie, Physiologie etc. A bis Z finde ich mega. Also das ist ein geiles Buch. Das würde ich jedem ans Herzen legen, auch wenn ich es nicht geschrieben habe. mal überlegen. Sonst ist es, glaube ich, zu spezifisch. Ich würde dann immer mir Quellen suchen, die speziell auf mein Projekt zugeschnitten sind. Mhm. Also meine Ressource Nummer 1 für Erstbegehungen ist zum Beispiel Google Earth. Ja? Super geiles Teil. Es gibt super schlechtes Kartenmaterial in vielen Ländern. Wenn du in Kirgisistan oder an der Grenze Nepals oder so irgendwas planen möchtest, dann Google Earth, Leute. Das ist der Schlüssel. Cool. Und jetzt wirst du noch eine dritte haben. Ja, wenn es nur zwei sind, sind zwei. Also Google Earth hatte ich jetzt tatsächlich auch noch nie als Antwort, von daher ist es schon geil. Ja, es ist simpel, aber es ist effizient, es funktioniert und man kriegt eine gute Idee auch. Ich muss euch warnen, Disclaimer, auch wenn das Ergebnis manchmal ernüchternd anders sein kann, wenn ihr nachher am Berg seid. Vorsicht. Stell dir vor, du würdest wieder zurück in Bielefeld sein. Was empfiehlst du gegen Bergweh? Also das Vermissen der Berge quasi. Was würdest du dagegen tun? Oh. Ja, einfach Sportklettern gehen. Das hilft immer. Aktiv am Berg oder aktiv für den Berg. Sportklettern. Schaut euch keinen Bergporn an, also Klettervideos oder so. Das hilft nicht. Geht direkt selbst klettern. Und als letzte Frage, wen würdest du denn gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Ach du Schande. Der muss Deutsch sprechen? Du darfst auch gerne Englisch oder Spanisch oder was auch immer. Das dauert dann, glaube ich, bloß noch ein bisschen länger. Tja, ich glaube, dass es sehr spannend sein könnte, mal mit dem Daniel Huck zu sprechen. Der ist Fotograf und der hat mich auch als Filmemann auf einigen Reisen begleitet. Und der begleitet aber auch andere Menschen, ist aber auch gleichzeitig noch Model und macht ganz viel Outdoor-Kram. Und das ist, denke ich mal was anderes und sicherlich in vielerlei Richtung spannend. Ich würde zum Beispiel gerne mal hören, mit was für krassen Dudes der sonst so unterwegs ist, was der so treibt und wie er halt auch als Foto- und Kameramann dann halt, was so seine Challenges sind, mit den Athleten zu arbeiten und da halt auch in der Wand zu hängen oder ja, wie das da so abgeht. Ich glaube, das könnte nochmal ein bisschen frischen Wind aufbringen. Cool, vielen Dank. Wo können die Leute, also du hast ja eine Webseite, du hast eine Facebook-Seite, ich glaube, du bist auch auf Instagram recht aktiv. Gibt es sonst noch irgendwo, wo die Leute mehr von dir sehen, lesen können? Ja, also in meinem Buch kann man viel lesen. Man kann zum Beispiel auch, jetzt habe ich den Titel vergessen, oh nein. Ich glaube, das Buch heißt Der Mord am Unmöglichen lesen. Ein neues Buch von Messner, an dem ich unter anderem mitgewirkt habe, in Zusammenarbeit, ich glaube, mit 20 anderen Athleten. Also ne. Wie heißt das? Der Mord? Ich glaube, das heißt Der Mord am Unmöglichen. Da habe ich ein kleines Kapitel geschrieben. Da kann man dieses Kapitel eben von mir lesen, aber auch alle anderen Meinungen von Profibergsteigern unter der Fragestellung, haben wir irgendwann alles gemacht und gibt es dann überhaupt noch irgendwas Neues? Oder ne, also töten wir gerade das Unmögliche? Ja. Das war so ein bisschen die Fragestellung. Okay, klingt spannend. Und sonst, ja, war eine spannende Frage, sehr philosophisch auf jeden Fall. und sonst, ja, ich bin immer mal wieder irgendwo zu sehen. Also ihr werdet vielleicht einfach zufällig über mich stolpern, wenn ihr nicht auf meiner Website unterwegs seid. Bin ich gerade zum Beispiel auf der Arte-Mediathek noch zu sehen bis zum Mai. Gebt meinen Namen ein, schaut in der Mediathek, vielleicht verlinkt der Robert euch auch. Mache ich auf jeden Fall. Da ist gerade eine Doku, 30 Minuten. Da hat der Daniel auch viel gefilmt, wo ich eben gesagt habe, dass der vielleicht mal spannender Kandidat sein könnte. Das würde ich euch auf jeden Fall ans Herzen legen.
werde ich auf jeden Fall verlinken. Ans Herz legen, sagt man, glaube ich, ans Herz. Mein Gehirn ist auch schon drei geworden. Sehr gut. Okay, dann vielen, vielen Dank für die spannenden Geschichten, die du erzählen konntest und auch, wie du so von bestimmten Sachen redest, finde ich einfach sehr erfrischend und klingt jetzt doof, weil so viel älter bin ich jetzt auch noch nicht, aber für dein Alter wie du schon an bestimmte Sachen rangehst, finde ich sensationell. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns mal irgendwann wieder über den Weg laufen und bis dahin werde ich deine Bücher lesen oder dein Buch und bald Bücher lesen und dich einfach weiter verfolgen. Ne? Ja, schön, dass es dir gefallen hat. Also an alle Leute, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, weil ihr kennt das ja, dann denkt man, der Podcast ist zu Ende und dann, ne, zack, ist man raus. Wer jetzt noch dran geblieben ist, ihr könnt gerne auch einfach dem Robert schreiben oder schreibt mir und ich schicke euch ein Buch zu, was ich für euch signieren werde und das Ganze wird euch auch keine Versandkosten kosten, aber das wäre jetzt so ein bisschen mein Angebot an euch. Wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch einfach. Genial, also meldet euch beim Jost direkt oder bei mir und ich leite das dann weiter und super geil. Dann vielen Dank, Jost. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Ja, hau rein, Robert. War schön. Ciao. Ciao. Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Berge Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.